Grüezi, liebe Zuschauer. Ich darf Ihnen recht herzlich Grüezi sagen. Heute direkt aus Schangnau. Schangnau ist der Ausgangspunkt von unserer 9. Tournee unter dem Stichwort direkt aus. Und das mal sind wir kreuz und quer im Emmental unterwegs. Wir sind im äußersten Zipfel in Schangnau, also zinderst, zoberst, zusserst von dieser Region. Und wir sind nicht einmal im Dorfkern selber, sondern wir sind im Kämmeri-Bodenbad hinein. Das Kämmeri-Bodenbad war schon zu Gotthilfszeiten ein Anziehungspunkt für die Stadtbevölkerung. Sie haben da hinten in den Bädern und in den Schwefelquellen Ruhe und Erholung gesucht. Aber wir wollen ihnen nicht Ruhe und Erholung bieten, sondern lüpfige Kost. Und der Anfang gemacht hat die Trachtertanzgruppe von Schangnau. Sie hat uns einen Schottisch für die Rosmarie gebracht. Das war ein Trachtertanz, den sich der Sammy Gasser hat einfallen lassen. Und jetzt möchte ich Ihnen doch noch schnell einen Blick geben, da auf die Karte. Auf der Karte sehen Sie das Gebiet, wo wir diese Woche unterwegs sind. Und da unten, da ist Schangnau und da aus ist der Kämmeri-Boden. Nach Schangnau kommen Sie, wenn Sie von Wicken nach Thun oder umgekehrt über den Schallenberg fahren. Schangnau hat oben ausgeschwungen mit 184 Stimmen heute Morgen, 142 Stimmen hat Signal bekommen und Lauberswil an dritter Stelle hat noch 125 Stimmen bekommen. Wir sind da heute ein bisschen verregnet worden. Was heisst ein bisschen? Wir sind sehr verregnet worden. Jetzt gerade im Moment schon, aber im Grossen Ganzen ist das also eine recht verregnete Angelegenheit gewesen. Man sieht nichts von der schönen Umgebung von Schangnau, aber ich bin froh, dass unsere Fotografen unterwegs gewesen sind und so können wir Ihnen wenigstens ein paar Fotos zeigen. Zum Beispiel da der Hogant. Das ist der Berg, der Silhouetten bildet von Schangnau. Das Gemeindegebiet von Schangnau ist übrigens 36 Quadratkilometer gross und geht von 900 Meter über Meer bis ufer auf 2196 Meter. Ein anderes markantes Landschaftswahrzeichen von Schangnau ist die Rattenflur. Die steht bereits auf Entlebucher, also auf Luzerner Boden. Schangnau ist aber nicht nur der Name des Dorfes, sondern auch der von der ganzen Talschaft. Die wird durchflossen von der Emme und besonders in der Gemeinde ist das Rebloch. Das Rebloch ist ein Naturschutzgebiet und eines der vielen Wanderziele dieser Gegend. Wenn man den Schangnauer Voralpenkessel mit seinen Hängen und Wäldern sieht, glaubt man es gern, dass das ein Wanderparadies ist. Auf dieser Foto sieht man gut, wie schön das Dorf Schangnau in die Landschaft eingebettet ist. Die Gemeinde hat 915 Einwohner, sie leben in 260 Haushaltungen. Moderne Grossgeschäfte und Einkaufszentren fehlen da. Man kauft die Warna im gemütlichen Lädeli, zum Beispiel im 1775 gebauten Krämerhaus, wo man durch das Feisterhaus bedient wird von der 85-jährigen Clara Siegenthaler. Man sagt ihrer Dame an Salzgotte, weil sie als einzige im Dorf darf Salz verkaufen. Die Gemeinde Schangnau besteht aus einem Dorfkern und drei Weilern, nämlich Wald, Buembach und Kämmeri-Boden. Da schauen wir gegen Buembach hinterher und das ist die Käserei von diesem Dorfteil. Übrigens findet im Schangnau in 130 Landwirtschaftsbetrieben 70% der Leute Arbeit und Brot. Und da als letzte Helge nach die Holzbrücke von Buembach. Von Buembach sind aber auch die Jodler, die von Franz Lustenberger geleitet werden und sind jetzt der Beichlejutz von Franz Stadelmann juchsen. Oh,
einen von den Jodlern möchte ich Ihnen jetzt näher vorstellen. Es ist der Herr Christian Wüttrich. Der Christian Wüttrich übt ein Handwerk aus, das man früher damals noch recht oft gekannt hat, das aber heute eher selten ist. Nämlich was? Schingeln. Ist das Ihre... Schiffemacher. Ist das Ihr Vollberuf? Dachdecker. Sonst sind Sie Dachdecker gewesen. Und Sie haben auch ein Gebäude entdeckt, das wir Ihnen jetzt im Bild zeigen wollen. Das Wahrzeichen von Schangnau, kann man schon sagen. Das ist die Kirche, die Sie hier sehen. Die Kirche ist 1618 gebaut worden. Und wann haben Sie sie entdeckt, Herr Wüttrich? 56. Wie lange haben Sie jetzt gehabt, um so ein Kirchendach zu decken? Einen ganzen Monat sind Sie unterwegs gewesen. Jetzt da das Holz, das Sie da verarbeiten, woher haben Sie das? Lassen Sie das aus dem Ausland oder woher haben Sie das? Nein, das kommt vom Moganza von da. Wenn Sie den Beruf ausgeübt haben, haben Sie das daheim in der Werkstatt gemacht oder sind Sie zu den Leuten auf die Stör gegangen? Ja, da ist man zu den Bauern. Die Bauern in Häuser decken. Wieso gibt es eigentlich heute nicht mehr so schindeldeckte Häuser? Sind die nicht gut, die Schindeldächer, oder was hat das für einen Grund? Mal, die Schiffdächer waren gut gewesen, aber eben, wo du die Löhne gestiegen sind, das ist alles Handarbeit, ist das Dach zu teuer geworden. Und dazu war noch die Brandversicherung dagegen gewesen, oder? Das ist für gefährlich, so ein Schiff wie Dach. Wir werden Ihnen jetzt noch ein bisschen zuschauen, aber dazu auch noch Musik hören. Und zwar hören wir jetzt ein ganz gemögiges Trio, nämlich Schweizerögli-Trio Geschwisterte Egli. Und sie spielen uns ein Stück von Martin Schütz mit dem Titel «Eine fürs Ländlermeitschi». Sieg's der Milch, wo mit der
Rudi Zesiger ist der Leiter vom Frauenchor Biemtal. Nein, Biembach, Entschuldigung. Buembach, jetzt habe ich es draussen. Er hat die Frauen geleitet, die seit über 40 Jahren zusammen singen. Das hat sogar noch ein paar Gründungsmitglieder dabei, die auch wacker dort mitsingen. Und wir haben gewissermaßen die Nationalhymne vom Emmental gehört. Nämlich «Nie geht so schön und lustig wie bei uns im Emmental». Neben mir zu sitzt Frau Schneider. Frau Schneider, Sie sind eine von den 184 Personen, die heute Morgen die Stimme gegeben hat, Schangnau. Wie war das, als Sie das Telefon bekommen haben? Sind Sie da noch im Bett gewesen, oder sind Sie schon am Kochen gewesen? Was haben Sie da gerade gemacht? Nein, ich war schon auf gewesen. Ich hatte Wäsche und dann war ich total platt, als das Telefon kam. Und wieso haben Sie dann gerade Schangnau Ihre Stimme gegeben? Ja, das ist einfach, ich habe mir sagen, weil er drei Orte das sind und dann einfach zufällig. Ja, Schangnau. Sind Sie schon mal in Schangnau gewesen? Sind Sie schon mal im Kämmerer Bodenbad gewesen? Mama, schon wegen der Meerenken, die sind ja weltberühmt. Und da habe ich gerade einen guten Aufhängchen. Schauen Sie, das sind die weltberühmten, legendären Meerenken von da hinten, die Sie mit heimnehmen können. Und da haben wir noch ein Sträusschen für Sie. Das stammt aus einem Garten von Schangnau. Und schließlich darf ich Ihnen dann noch ein Buch geben. Wenn Sie sich dann für die Vergangenheit von Schangnau interessieren, werden Sie Freude haben, dem Buch von Samuel Ingimann, nämlich die Schangnauer Chronik. Vielleicht noch eine letzte Frage, darf ich aber gleich noch fragen. Wie sind Sie eigentlich dahergekommen, von Zollikofen auf Schangnau? Was haben Sie da für Wetter gehabt? Ja, also im Schangnau hat es geregnet, das auch so wie es letzte Woche da in der Innerschweiz hat. Da. Ich habe gesagt, vielleicht müssen wir da schwimmen für heim. Also das müssen Sie nicht. Jetzt gerade im Moment hat doch noch die Sonne wieder ein kleines Gesicht gezeigt und wir können hoffen, dass wir wenigstens trocken über die Runde kommen. Wir haben jetzt hier eine Trachtentanzgruppe, die sich ausgestellt hat. Das ist die Trachtentanzgruppe von Emmematt. Emmematt gehört zu Lauberswil. Sie vertreten die Ortschaft, die heute leider nicht dran ist. Sie sind also eine Gastsektion und sie zeigen uns einen sehr schönen Trachtentanz. Und zwar ist das der Gigebank Mazurka.
Störe weg die Führer lang. Heißt da, und in die Stadt, reicht jeder gern zum Gruß den Hand. Du darfst die Güsslack schauen, du darfst die Güsslack schauen.